Ihr kennt sicherlich das Problem, eine schöne Piccolo gekauft und auf eure Märklin-Anlage gestellt, aber das Ding meldet sich nicht an. Oder ihr hattet Glück und die Lok hat sich angemeldet, allerdings unvollständig oder hat Probleme beim Fahren, indem sie plötzlich stehen bleibt, der Sound ausfällt oder die Lichter anfangen zu blinken. Das liegt darin, dass der Smart Decoder leider nicht wirklich kompatibel mit MFX ist und somit es am besten ist, die Lok mit DCC zu betreiben. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Bei Decodern hat MFX Priorität über das DCC-Protokoll und somit muss MFX an der Zentrale vorübergehend abgestellt werden. Das macht man im Setup-Menü, indem man auf den Schraubenschlüssel klickt. Zuerst nach links scrollen, um an die Gleisoption zu gelangen. Unter der Option Gleisformat für Loks nur das DCC-Protokoll wählen und auf den grünen Haken klicken. Weiter geht es nun bei der manuell erstellten Lok, indem man den Schraubenschlüssel anklickt, um diese zu bearbeiten. Nachdem die gewünschte DCC-Adresse auf die Lok übertragen wurde, bei mir ist es 1522, kann es an die eigentliche Programmierung gehen, indem man auf den CV-Knopf klickt. Um die gewünschte Betriebsart einzustellen, muss der Wert für CV12 umprogrammiert werden, indem man das benötigte CV erstellt. Um CV12 zwischen der 5 und 17 zu erstellen, klickt man auf die 5 und danach auf das Plus. Nun kann man die Daten für den CV eingeben, in diesem Fall 12. Gefolgt von dem Namen Betriebsart. Danach muss der Wert ausgelesen werden, indem man auf die Log-Taste mit dem Pfeil nach oben klickt. Jetzt MFX abstellen, indem man Bit 6 ausschaltet, also auf die 6 klicken. Der Wert soll sich somit um 64 reduzieren. Wenn man nur DCC betreiben möchte und sonst nichts, kann man auch einen Wert von 4 in dieses CV schreiben. Aber vorsichtig, die Lok läuft dann nur noch mit DCC und nicht einmal analog. Ältere Loks haben eine andere Bitbelegung und somit ist es am besten nur Bit 6 auf 0 zu setzen. Der neue Wert muss auf die Lok übertragen werden, indem man auf die Lok-Taste mit dem Pfeil nach unten klickt. Der Programmiervorgang wird beendet, indem man auf den grünen Haken klickt. Somit hört die Lok nicht mehr auf das MFX-Protokoll. Die Funktionen, falls noch nicht eingegeben, können nun konfiguriert werden. Als letzter Schritt sollte nun das MFX-Protokoll wieder freigegeben werden, sodass die vorhandenen MFX-Loks wieder auf die Befehle hören, indem man für die Option Gleisformat für Loks MFX plus DCC wählt. Zuletzt muss die Option gespeichert werden, indem man auf den grünen Haken klickt. Zu guter Letzt soll die Piccolo-Lok mit ihrem Smart Decoder und lahmgelegten MFX-Protokoll euch Freude bringen. Viel Spaß damit!